Und damit moin und hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von LS17 Südhämmern. Und wie im letzten Livestream ja schon angefangen, wollen wir uns jetzt mal weiter darum kümmern, dass die Kuchenproduktion in Gang kommt. Dazu können wir mal eben schauen, was jetzt bereits schon da ist und was wir da noch brauchen. Da gehen wir hier einmal, erstmal gucken wir mal, was die Kirschen und die Pflaumen machen. Kirschen sind ein paar da. Pflaumen sind hoffentlich auch ein paar da, sind auch ein paar da, das ist in Ordnung. So, die Konditorei braucht jetzt noch, nein, zu weit gedrückt, Konditorei. Haarmilch müssen wir hinbringen, Pflaumen, Mehl, Kirschen und Zucker. Das sollten wir eigentlich mittlerweile alles da haben. Wir gucken mal eben auf Mehl und auf Zucker. So, da haben wir Zucker, ist was da. Und Mehl ist sicherlich auch da. Zurück. Mehl, Mehl, Windmühle. Und Mehl ist auch da. Und Haarmilch sowieso. Ja, dann würde ich sagen, dann suchen wir das jetzt mal zusammen. So, hier haben wir noch eine Ladung Kompost. Die geht dann nachher auch noch wieder da oben hin, aber wir springen dann jetzt erstmal in einen Schlepper und versorgen dort die restliche Geschichte, damit wir da ja unseren hervorragenden Kuchen machen können. So, aufgetankt ist er. Tür können wir trotzdem mal zumachen. Es ist auf der Südhämmern ja so, dass man mit den Standardanhängern wirklich alles transportieren kann. Ich weiß, das stößt bei manchen auf Unverständnis bis Meckerei, aber wir nutzen das jetzt einfach mal so, bis wir vielleicht so ein schönes Lieferfahrzeug gefunden haben. Ich will nicht immer mit diesem großen Sattelschlepper da lang klettern. So, dann holen wir als erstes mal eben oder nehmen das Mehl mit. Dann holen wir die Haarmilch und fahren die Sachen jetzt mal gemeinsam zusammen. So, hier gibt es das Mehl. Ja, wie gesagt, man kann geteilter Meinung darüber sein, dass das hier lose alles gemacht wird. Aber bis da, man kann es mit dem LKW machen, mit so einem Kofferauflieger, da sieht es dann vielleicht alles noch ein bisschen realer aus. Aber jetzt so für den Anfang, denke ich mal, kann man damit leben. Jetzt habe ich noch einen Bürgersteig erwischt. Kommt nichts, kam gestern auch nichts. Ja, wir haben mittlerweile auch ein bisschen Sojabohnen angepflanzt. All die, weil ich hatte es im Livestream ja auch schon erwähnt, hier jetzt mittlerweile auch die gute Sonja und Siegfried Soja, ihr kennt sie ja noch, das sind diese berühmten Sojamilchproduzenten, die haben sich hier jetzt mittlerweile auch in Südhämmern niedergelassen, das heißt, es gibt hier mittlerweile auch eine Sojamilchfabrik, also die ist jetzt nicht dabei, die habe ich selber mit drauf gebaut, sodass wir die dann auch noch dabei haben. Zusätzlich zur Bienen
Produktion ist ja beides von dem gleichen Modder. Ich bin noch am Überlegen, das auf jeden Fall mal zu testen, hier diesen Weinberg mal irgendwo auszuprobieren. Das weiß ich aber noch nicht so genau. Wir sind einfach mal gespannt, was sie hier alles noch tut. Also hier in Südhemmern hat man ja wirklich an und für sich schon echt genug zu tun. Aber manche Sachen sind einfach so nice gemacht, dass man sich die dann auch noch immer gerne dazu holt. So, dann hier das Mehl. So, dann holen wir Zucker. Tada, hier schön am Landi vorbei. Warmblinkanlage, weil wir auf der Gegenfahrbahn stehen bleiben, wie sich das natürlich gehört. So, dann holen wir uns Zucker. Dupdilu, dupdilu, hier, reinster Südhemmener Zucker, quasi. Ihr wisst, in Südhemmern hat alles die Qualitätsstufe mehr. Da drauf, falls es regnet. Hier müssen wir wieder ein paar Zuckerrüben hin. Und dazu müssen wir wieder neue Zuckerrüben anpflanzen. Zucker auch dahin. Natürlich, ihr habt das gesehen. Nach jeder Lieferung wird dieser Auflieger natürlich sauber gemacht. Penibelst. Das kam jetzt vielleicht eben nicht so raus. Aber das ist natürlich, ihr wisst schon. Da bin ich natürlich... sehr penibel bekannterweise. So, hier haben wir den Zucker. So, dann holen wir rasch ein paar Kirschen, Pflaumen und am Schluss, jetzt geht da nicht alles rein, sowas liebe ich immer. Gut, dann fahren wir den Rest eben beim Sky vorbei, geht da echt nicht mehr als 12.000 Zucker rein.
Gut, dann verkaufen wir den Rest eben schnell drüben beim Sky. Oh, 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 oh. Voll hängen geblieben hier. So, bei der Gelegenheit fällt mir auch an, ich habe noch ein paar Eier. Also, in der Tasche. Will die auch noch mal eben mitverkaufen, wo wir gerade hier sind. So. Ein bisschen Zucker verkauft. Das hier ist ja der Dorfladen für die Honiggeschichte. Kennt ihr ja. Habe ich ja schon mal gezeigt. Wo wir dann demnächst auch mal ein bisschen Honig verkaufen wollen. Wir wollen wieder ein bisschen auf Kohle kommen. Ich spare ja immer noch auf mein neues großes Güllefass. Was ja möglichst bald auch auf den Hof soll. Den Zubringer haben wir uns ja jetzt schon gekauft. Und jetzt fehlt uns natürlich noch das große Güllefass. Da freue ich mich schon drauf. 140.000 ungefähr. Reinfahrt. So. Holen wir uns mal die erste Portion. Gar nicht so besonders viel. Ja, so sieht man auch noch weniger. Müsste wahrscheinlich mit dem Einweiser arbeiten hier. So, holen wir uns erstmal ein paar Pflaumen. Reicht noch nicht. So, Pflaumen. Wir stehen auch nicht im Trigger drin, ne? Vielleicht nicht so ganz. So, holen wir uns erstmal ein paar Pflaumen. Astreine Ware natürlich. Da läuft einem doch direkt das Wasser im Mund zusammen. Da kann man sagen, was man will. Noch mal einen Blick drauf werfen. Also einfach nur lecker. So, die Plane drüber. Wieder so ein Anhängerchen, wo sich das so wie im LS15 bei dieser Obstgeschichte, wo sich das vielleicht noch so ein kleines bisschen in Kartons füllt, das fände ich jetzt persönlich auch noch ein bisschen schöner, als das alles so lose zu transportieren. Aber andererseits finde ich es wiederum ganz gut, dass man da halt nicht x verschiedene
Mods brauchst, so den Anhänger für das und den für das. Da finde ich das schon ganz gut, dass das so geregelt worden ist, dass man das halt mit einem transportieren kann. Ja. Hat eben alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Und wenn man sich jetzt vorstellt, für Mehl brauchst du jetzt den Silo-Auflieger und für Milch brauchst du den. Ja, klar, das wäre alles relativ real, aber da hätte man wieder so viele Fahrzeuge irgendwo stehen und so kann man das halt alles mit dem Fahrzeug machen und dann denke ich mal, wem das nun absolut nicht gefällt, der kann das ja wie gesagt alles mit dem großen LKW machen, mit so einem Container oder mit so einem Koffer, Kühlauflieger, da sieht man das dann nicht, da kann man sich dann vorstellen, dass das da reingepackt ist. Vielleicht irgendwann nochmal so einen kleinen Lieferwagen oder so, da könnte man sich das nochmal überlegen, aber bis dahin finde ich, kann man damit relativ gut leben. Aber da sind die Geschmäcker natürlich auch verschieden und das soll ja auch so sein. So, jetzt haben wir Pflaumen. Die zarten Pfläumchen, die... So, und jetzt noch Kirschen und Haarmilch und Kuchenproduktion. Läuft. Na, das wird jetzt knapp. Ich bremse nicht. Alter. Mutig. So, jetzt fantastisch. Kirschen. Die Wasserpumptechnik ist hier nicht die neueste. Aber da ist die Qualität hier hervorragend. So. Und wunderbare Kirschen. Steht jetzt auch bald noch eine große Rapsernte an, weil den Raps brauchen wir in erster Linie, um uns endlich unseren eigenen Diesel auch herzustellen. Und natürlich nebenbei auch ein bisschen was zu verkaufen, weil der große Gülle fast endlich kommen soll. So, jetzt hier nochmal einen wunderschönen Blick auf die wunderschönen Kirschen. Reicht.
Ja, so ist das. Man hätte das natürlich jetzt mit zwei Anhängern machen können, aber ich habe nur einen so einen Tandem-Anhänger und ich wollte euch und mir das jetzt ersparen, das Ganze mit so einem Drehschemel zu machen. Gerade so speziell in die Obstfarm rein und nachher dann bei der Konditorei an die Laderampe. Das hätte mit dem Drehschemel jetzt sicherlich alles komisch ausgesehen bei mir. Deswegen. Und hier von denen haben wir nur einen. Sigi Säge, oben hier vom Sägewerk, kennt ihr ja schon. Der hat ja noch so eine Mulde, wo er dann die Hackschnitze mit verkaufen kann. Die hätten wir uns natürlich zur Not auch leihen können. Ja, wir sind da ja. Hier in Südhermann halten wir ja zusammen. Mein Nachbar, der Max, ist ja auch hier zugange. Mit dem haben wir uns jetzt ja im letzten Livestream jetzt mal zusammengesetzt. Haben den Markt mal uns aufgeteilt. Also er hat im Moment das Monopol auf Bier und Schnaps und Schwarzbrot sowie Pumpernickel. Und ich darf dafür Kuchen, Weißbrot und Brötchen, Salat, die Honiggeschichte. Also so im Groben und Ganzen, das haben wir so ausgemacht. Aber wir sind noch nicht ganz einig. Ich habe mal gefragt, für mich selber, für den Privatgebrauch, kann ich ja mal ein bisschen Bier oder Schnaps brauen. Das weiß ich noch nicht so genau. Also Bier brauen und Schnaps brennen. Da sind wir uns so uneins. So. Dann haben wir hier die Kirschen, die er jetzt schön nach rechts abkippt. Ach cool, dann hätten wir das doch mit dem Drehschemel machen können, wenn wir rechts ranfahren können. Egal. So, dann können wir jetzt nochmal eben schauen. Dann fehlt uns jetzt nur noch die Haarmilch. Pflaumen ist voll, Mehl ist halb voll, Kirschen voll, reichen das erstmal zum Produzieren. Ja, jetzt holen wir unsere Haarmilch und dann gib mit Kuchen. Was ich mich schon freue. Und dann können wir gemeinschaftlich singen. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, Kuchen da, Kuchen da. Wer kennt das? In die Kommentare reinschreiben, wer das Lied kennt und woher. Das gefällt mir in der Südherbahn übrigens auch ganz gut. Man hat hier schon den einen oder anderen Fahrtweg, aber irgendwie nicht alle, wie soll man sagen, die wirken nicht gekünstelt. Die wirken schon echt gut und vernünftig geplant und wirken nicht irgendwie so künstlich aufgebläht. Ne, und ich finde das schon ganz schön, wenn man zwischendurch auch mal ein bisschen Fahrtweg hat und nicht immer alles auf dem Haufen ist. Das gibt ja dann durchaus Maps, da hat man dann auch Wege, aber da ist dann, wie gesagt, ein bisschen so sinnlos. Da fährt man dann wirklich nur um das Fahren willen, aber hier hat das schon alles irgendwo Sinn und Zweck. Also empfinde ich jedenfalls so und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Da muss ich mal eben husten. Entschuldigung. Na, ich hoffe, das war weggemutet, aber mein Headset erwähnte ich glaube ich schon mal, das hat langsam extrem den Geist auf, also der Mute-Knopf funktioniert so ziemlich gut gar nicht mehr. Da muss ich mich langsam mal umgucken, bevor mir das völlig auseinanderfällt. Ja, also ich kann da ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Logitech-Qualität von diesem Headset auf jeden Fall null zufrieden, weil so alt ist das noch gar nicht. Und es ist schon an so vielen Stellen kaputt da. Aber gut, was soll man machen? Vielleicht ein Montagsgerät. Ich war mit meinem Sennheiser, was ich vorher hatte, echt zufrieden. Aber ich muss mich mal umgucken, dass ich mir da echt mal ein anderes Headset zulege. So, jetzt holen wir uns hier die Haarmilch. Thank you.
Trigger halbwegs vernünftig finden. So, beste habe ich. Brauchen wir nicht abdecken, die ist ja verpackt, wie ihr seht. So, wie gesagt, das ist die letzte Inkredenz, also die letzte Zutat für unseren Südhemmener, super saftigen Südhemmener Fruchtkuchen. Ein Verkaufsschlager jetzt schon weltweit. Wer ihn noch nicht kennt, sollte das dringendst nachholen. So, als nächstes werden wir hier im, also die Planung gibt wohl her, dass wir erstmal Sojabohnen ernten werden, um die Sojamilchproduktion in Gang zu kriegen. Und dann auch ziemlich zeitnah den Raps, um Dieselproduktion in Gang zu kriegen. Nebenbei füllen wir immer noch so ein bisschen die Brotproduktion auf, sodass wir halt alles hier mal so ein bisschen, ja, zum Laufen bringen. Um uns das alles mal anzuschauen. Ja, wenn ihr mal was Bestimmtes von der Map sehen wollt, bestimmten Kreislauf nochmal oder was weiß ich, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Das können wir dann gerne versuchen zu bewerkstelligen. Wenn euch da irgendwas unklar ist oder... Wobei ich sagen muss, wenn euch irgendwas unklar ist, als erstes empfehle ich immer die Beschreibung zu lesen, die beim Map-Download dabei war. Die ist nämlich sehr gut geschrieben. Da steht also wirklich jedes Produktionsdingens drauf, was man dafür braucht und was da rauskommt. Finde ich sehr genial gemacht. So, wir fahren mal eben die Reste hier, haben wir hier auch zum Sky rüber.
Ja, nun komm da rum. Jetzt aber. So. Kuchenproduktion läuft. Also fast. Machen wir mal so ein bisschen. Zack. So, ihr seht, jetzt ist das Display angesprungen. Das heißt, er produziert jetzt auch. So, und da werden wir jetzt mal ein bisschen. Machen wir mal so zwei Stündchen weiter. Ein Schwein wurde geboren. Hurra! So, jetzt haben wir hier ein bisschen Kuchen. Den holen wir auch gleich direkt ab. Ich will jetzt nicht zu viel Zeit vorlaufen lassen. Ich bin da immer kein so großer Freund davon. Weil das halt doch immer so ein bisschen die ganze Sache durcheinander bringt. Ihr seht, Lohnzahlung weiterhin. Das ist ja das erweiterte Helfersystem. Da kosten die Helfer ja logischerweise auch Geld. Wenn sie gar nicht arbeiten, wie das ja normal auch so ist. So. Oder nehmen wir uns hier den ersten Kuchen mit und gucken mal, wer uns jetzt am meisten für den Kuchen bezahlen würde. Das heißt, wir lagern den einfach erstmal ein. Verkaufen tun wir den anderes Mal. Dann können wir auch gleich das Lager noch mit zeigen. Das habe ich selbst noch nie ausprobiert. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das alles einigermaßen funktioniert. Das müsste irgendwo in dem Bereich hier vorne gewesen sein. Wenn ich mich da recht entsinne. Ich hoffe sehr, dass da gleich irgendwo eine Einblendung Lager kommt oder so. Ah, ein L? Gib mir ein L, gib mir ein A, gib mir ein G, ein E und ein R. Was haben wir? Lager. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Gute Frage. Ich glaube noch weiter. Die Tür sieht nach Lage aus. Ist das die Einfahrt? Die Tür geht schon mal auf, sehr gastlich. So, Anlieferung. Uah, Anlieferung. Also da ist bisher noch nichts drin. Die Sachen sind nicht von mir. Ich habe es wirklich noch nicht versucht. Baut sich hier irgendwo Kuchen auf? Ah, Kirschen und so hätte man auch einlagen können. Super. Kirschen, Schnaps, Pflaumen, Haarmilch, Kuchen, Bier, Brot, Mehl, Zucker. Was ist da hinten auf den Dosen? Also wahrscheinlich das Bier noch mit, ne? Zucker, Bier... Kleines Büro. Oh, den Tisch könnte ich gut für zu Hause nehmen. Könnte ich mal mitnehmen. Ja, das, meine Lieben, das war die Kuchenherstellung. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne rein. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß insgesamt gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ja, wahrscheinlich mit der Ernte von Sojabohnen. Und bis dahin wünsche ich euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich werde es auf jeden Fall sein. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Micha.